Ladies and Gentlemen, hier wird gerade dem Kind versucht, Fußball beizubringen. Das Kind bin ich. Oh, schönen Gruß an Frau Wanczek. Den Huster kenne ich mittlerweile gut. So. Den hörst du wahrscheinlich öfter, ne? Der war gar nicht so schlecht, aber dafür mag ich Wanczek zu gerne. Den hätte ich über dich gemacht, den Witz, aber nicht über Thomas. Ja, voll, weil es bei mir auch eine Frau Wanczek gibt, ja. Das ist die Mrs. Columbo. So, was habe ich gesagt? Also, ich. Komm, Ruppi, zeig mal. Wie muss ich laufen? Zeig mir, wie ich laufe. Ja, jetzt verteidigen wir natürlich, aber auch da sucht man sich eine Stelle, wo man eben möglichst die Gegner von so erwischt von der Seite oder von hinten. So, wie Fahrradfahren mit Stützrädern. Ich mache alles. Komm. Mal hier. Jetzt würde ich mich hier hinstellen, dann kann man gut die Gegner abkassieren, die hier so durch diesen Durchgang kommen. Irgendwo hier so an der Seite. Hier ist nicht ganz so gut, aber hier so an der Seite würde ich mir was suchen. Hilfe. Häng fest. Ja, hier so, guck mal hier, wo ich jetzt so bin. Das ist ganz gut. Oh ja. Da kann man sich. So, theoretisch müssten die hier rauskommen. Dann kann man die schön von der Seite. Das ist ja echt gemein. Also, wenn dich mein Pech genauso verfolgt, dann werden die jetzt genau in diese Ecke hier eine Granate werfen. Kann sein, aber offensichtlich funktioniert das nicht, dann müssen wir weiter nach vorne. Hier kommt gerade keiner. Dazu kommt, dass Hocken auch dein Freund ist, weil Hocken heißt, du wirst nicht gesehen auf dieser scheiß Minimap. Und sonst wirst du immer schon auf Distanz von Kilometern direkt angezeigt. Überbrückung der Rebellen in der Kampfläuferbucht aktiv. Okay. Wir verlieren die Kontrolle. Gut, Asmodeus macht uns Hoffnung auf Twitch. Er sagt, wir spielen das Imperium. Wir müssten alleine schon aufgrund der Zahlenüberlegenheit gewinnen. Aber wie wir aus Star Wars Filmen gelernt haben, sind Stormtrooper nur Kanonenfutter. Ja. Die werden darauf trainiert, daneben zu schießen. Da, wenn man es genau nimmt, macht McGrath seinen Job wirklich gut. Eben, ganz genau. Ich bin einfach authentisch. So, wie, Sie haben einen Headshot gemacht, Soldat? Das geht so nicht. Das steht nicht in Ihrer Rollenbeschreibung. Werden Sie nicht bezahlt. Genau. Ja, echt mal. Ich bin vor euch mit 3 Kills, nur mal so. Guckt es euch an. Hast du das gemacht, was ich dir gesagt habe? Ja. Sehr gut. Du merkst, es funktioniert, dann mach das weiter. Ja, aber dann weint ihr jetzt plötzlich, weil ich so gut bin. Nee, das verkraften wir schon. So, ich habe auf jeden Fall gelernt, immer am äußersten Rand der Karte entlang laufen und dem Ärger so lange wie möglich aus dem Weg gehen. Ja, beziehungsweise den Ärger zu den Gegnern bringen und nicht zu... Irgendwas wieder genommen. Links wieder genommen. Ich hatte ja zwischendrin so die Idee, ich laufe mit meinem Squad mit, damit ich einen Buff kriege, aber wenn die natürlich genauso doof sind wie man selbst, ne, dann bringt einem das jetzt auch nicht so viel. Ne? Ja, absolut. Fuck. Ich bin so unfähig, ich hätte einfach nochmal schießen sollen, nachdem ich ihn gekriegt habe. Ich hab erstmal zur Schrotflinte gewechselt und das war mein Tod. Okay, ja, es scheint so halbwegs zu funktionieren, ja. Also das sind nur noch 71, 69 Kills, ne? Ich komme mal links zu dir, wer auch immer das ist. Wen haben wir denn da Schönes? Das ist schwerer Infanterist. Bestimmt der Wanczek. Ja, wahrscheinlich, aber ich bin tot. Ja, bist gerade genau von meiner Nase gestorben. Also dieser scheiß Frontkämpfer, ne, mit dieser Schrotflinte. Also na gut, okay, wenn natürlich ein schwerer Trooper auf uns zukommt, okay. Aber naja. Shit. Ich bin ja eh kein Schrotflinten-Fan, ich habe das noch nie in Shootern gemacht, aber ich kann auch nicht damit umgehen. Ja, ich finde die Schrotflinte auch extrem power, weil es halt wieder ein One-Shot-Kill ist, hat einer bestimmten Reichweite. Mhm. Echt? Aber es funktioniert, wenn man trifft schon, ja. Es funktioniert aber schon ganz gut. Also, aber du musst richtig nah dran sein, oder? Richtig nah dran. Du musst echt sehr nah dran sein, ja, okay. Absolut. Also es ist eine gute Waffe, um in engen Gängen jemanden zu flankieren. Das funktioniert dann echt, echt solide. Wir haben schon einen Punkt verloren. Lass mal gucken, dass wir den anderen möglichst verteidigen. Ein Trooper steht im Walde, ganz weiß und dumm. Jetzt wollten wir schon wieder alle mal Kill klauen. Wo endet das hier in der Luft? Frechheit. Systeme der Kampfläuferstation werden angegriffen. Echt? Warum das denn? Beginne mit Sturmlauf. Ja,
Yeah, sehr schöne Rücken gefallen hier. Mit dem Offizier an der Seite, das hat jetzt richtig gut funktioniert. Mhm, sehr gut, sehr gut. Also Offizier möchte man immer ganz gerne im Rücken haben, ja. Die wissen, was sie tun. Ja, gut, okay. Ich habe zumindest länger überlebt. Schaut mal hier, 6 Kills. Nur mal so, mehr als One Check. Haha! Ja, ich verteidige im Moment nur die Basis da. Oh ja, klar. Irgendeine Ausrede findet man immer. Ich bin sehr stark am Verteidigen. Ja. Oh, was meinst du? Es kommt aber nichts, also es ist witzig. Ja, kann ich nachvollziehen. So, ich probier's mal mit dem Todestruppler. Hoffentlich ist der Name Programm. Was, du meinst, was, dass er dir den Tod schlägt? Ich wag mich mal doch diesmal ganz schön weit nach vorne. Oh shit. Ja, die ganze Sniper immer. Unglaublich. Oh, da ist Dr. Pitbull, der hat mir einmal richtig fett den Arsch gerettet. Der war echt gut. Der Drive hat 140 Punkte mehr. Geil, oder? Aber er ist stolz auf diese 140 Punkte, bin ich mir sicher. Da oben steht auch irgend so ein Sackgesicht. Ja, Todestruppler und tot, nicht mal 1 Kill gemacht. Ja, war also Programm. Ja, aber ich bin auch nicht dem Rat gefolgt, dass ich mich hier über die Flanken ins Hinterland stürze, sondern ich habe mich mit einem Typen angelegt, der irgendwie eine halbe Meile entfernt im Wald steht. Super, tolle Idee. Nicht so klar, was kann der Todestruppler, also was kann der? Ach, der hat einfach so ein starkes MG, der hat so eine Granate und dann hat er noch irgendwie so, ach, Selbstheilung, sowas, das wäre clever gewesen. Wieder Wookie halt, ne? Mhm. Ja, stimmt, genau. Was macht das LR, was macht das, wenn du beide Tasten drückst? Ist das in der Mitte oben? Also einfach eine stärkere Waffe, ne? Ja, überhitzen oder sowas. Okay, verstehe. Klingt gut. Machen wir mal. Boah, unglaublich, ich sehe keine Gegner, wirklich nicht. Nichts. 15 Kills, Leute. Alles gut. Dann können wir uns ja... What the fuck? Aber kaum sehe ich einen, ist er tot. Diese geile Musik, ey. Ich wusste gar nicht, dass man hier auch durch kann, verdammte Scheiße. Dann war das doch mal. Kommandeur der Rebellen eingetroffen. Shit. Die haben unten so Helden oder sowas, der sich gerade durch die Truppen kämpft. Oh, scheiße, okay. Sind da Schätze, zum Punkt. So, wir versuchen hier gerade die Front ein bisschen aufzuräumen, aber. Das gelingt uns sogar einigermaßen. Alter, ich hab den fast gekillt, bitte killst du noch. Aber hat der so viel Leben gehabt, Alter? Das gibt's ja gar nicht. Ich hab im Schweren voll auf den draufgekatzt. Einen noch. Schnaut nur noch 2 Kills. Einer. Wow, ist das knapp. Ich hab ihn! Unglaublich knapp. Wir haben verloren! Dorian gewonnen! Oh, ey, wir haben ihn genau bekommen, da stand gerade Lost, hast du es gesehen? Echt? Da stand gerade Lost bei dem Punkt, doch, genau unter dem Moment stand bei dem Punkt Lost, aber wir haben gewonnen, weil wir eine Sekunde vorher oder 2 Sekunden vorher den Typen gekillt haben. So, ich habe jetzt aber zeitgleich auch noch einen gekillt, also vielleicht, weil wir 2 gekillt haben, wer weiß. Ja, vielleicht weiß ich nicht, aber das knappes Ding. Ich will jetzt mal die Statistik sehen, ich habe am Ende nicht mehr drauf geguckt, ob Roblis Ratschläge geholfen haben. Bestimmt, meine Ratschläge helfen noch immer. Oh, ich bin Dritter, sehr schön. Sag mal, der McGrath. Doch, immerhin, du bist im Mittelfeld. Ja, aber McGrath ist im guten Mittelfeld. Das aber hallo, und 8 Kills. Ich meine, das sind ja Welten. Ja, absolut. Das ist fast das Dreifache. Also, ja. Du meinst ein Synthesizer, oder? Ja, nee, das heißt nee, anders. Das aber okay. Ein Didgeridoo. Genau, das war's. So, jetzt hier, Konstellation, wir kämpfen. Gewinnen vielleicht sogar. Die Teamspeak-Verzögerung, ein bisschen schwierig. Okay. Discord, mein Fehler, sorry. Jetzt nicht. Man will ja nicht, dass sie sich mit Federn spielen. Oh Mann! Ja, also die glorreichen, beliebten und erfolgreichen Streamer, YouTuber McGrive und Robli nutzen Discord. Ja, nee, ich hab gerade wieder geflucht, weil ich natürlich wieder nicht da bin. Ich bin natürlich der Masse wieder gefolgt und bin direkt in den Tod gerannt. Was lernen wir daraus? Auf Robli hören.
Obdi hat immer recht. Immer recht. Ja, das Problem ist, wenn man die Map nicht kennt, dann muss man irgendwie nachlaufen, oder? Nee, ich glaube, ja, einfach immer. Wenn du die Map nicht kennst, dann läufst du nicht Karte einfach, genau. Genau. Dass wenn du die Map nicht kennst, dann ist das ja nicht so schwer. Ich hätte aber gerne wieder so eine Sternkarte, dass man mich auf dem Radar nicht sieht. Das wäre super. Ich übernehme einen Punkt, wenn mich wer verteidigt. Ich bin nämlich gerade von oben einfach so. Geil. Mich hat also mit der Stromfinte, während ich aktiviere, nicht erwischt, der zweimal vorbeigeschossen, ja, mit die Kiel. Achso, ja, Klassiker. Das hätte ich sein können. Ich war nicht gut. Hat den Punkt. Na cool, zu dir kommt keiner anscheinend. Ja, aber ich hab den Punkt ja schon geholt, den einen. Achso. Ja, ich hatte den rechten Punkt ein Viertel gemacht und dann war halt wer hinter mir. Das leider. Ist doof. Ja, da brauchst du halt irgendwie so ein. Leider kein Handy. Da? Müssen wir hierher? Wo müssen wir denn hin? Wer ist wohin? Ich verdumme, wenn das Ding irgendwie in die Mitte vor deinem Bildschirm hüpft, dann siehst du gar nicht mehr, wo das ist, wie du da hinkommst, weißt du? Von was redest du? Ich hab keine Ahnung. Ist jetzt egal. Ja. Ich auch nicht. Ist egal. Irgendwelche Dinge, die über dir rumhüpfen. Nein, dieses Ziel. In dem Moment, wo das aktiviert wird, springt das in die Mitte von deinem Bildschirm. Und du siehst ja aber nicht mehr, wie du da hinkommst. Ah, okay. Weil du dann halt, weißt du, du bist gerade auf dem Weg dahin und dann so, fuck, verlierst du komplett die Orientierung. Verstehe. Au. Oh yeah. Jetzt spiele ich meine Liebling, den Wookie Warrior. Scheiße, hier was los. Scheiße! Da ist übrigens ganz schön was los. Aber übelst. Gab mir hier ein bisschen heilen. Wissen die, dass ich hier bin? Sie schießen auf jeden Fall. Dann wissen sie es vermutlich. Ja, ich vermute es auch. Wir müssen schon da runter, Mädels. Sie sitzen ja alle oben und snipern runter, aber es bringt ja nichts. Nee, aber da, hier hin? Da unten sterben wir halt, das ist halt das Problem. Ja, das ist egal. Dafür haben wir ja noch 65 Respawns. Granate, komm! Noch da? Oh, von da komme ich gar nicht. Oh. Imperiale Einheit markiert! Oh, das war echt eng. Puh, das war echt sehr eng. Oh fuck. Ich bin am Weg nach oben. Ja, sehr gut. Ich versuche erstmal darüber zu kommen. Oh, Sniper. Boah, ich habe jetzt gemerkt, dass es die gleiche Map ist, die wir eben gespielt haben. Achso, ja, geil. So, ja, geil. Ich habe gerade voll den geilen Kopfschuss gemacht, Alter. Ich habe jemanden, der gerade irgendwo runtergesprungen ist, im Sprung einen Headshot verpasst. Geil. Nicht schlecht, Joe. Wenn du jetzt einen Videobeweis hättest. Oh, du hast einen. Habe ich ja tatsächlich sogar, ja. Mein Zuschauer hat es auch gesehen. Also gut, ich habe halt diesen Wookie, der schießt ja drei Schüsse übereinander, weißt du? Ja gut. Oh, den könnte ich auch mal nehmen, komm. Wookie. Okay, aber mit dem ist es einfach, ne? Der hat nicht so wirklich schnell vorher, ne? Das stimmt, ja. Das ist nur so zur Info. Wir haben volle Systemkontrolle. Kampfläufer geht online. Yeah, unser Kampfläufer geht online. Das ist doch großartig, oder? Den nächsten beim Sprung Headshot. Nice. Also nur mal so, beim Wookie, diese mittlere Fähigkeit, wo du beide Tasten drücken musst, das ist einfach nur stärkere Waffe, ne? Oder kann die irgendwas Besonderes? Ja, hab ich auch mal ausprobiert. Achso, nein, das ist krasser Feuerrate, ja. Richtig nice, das Ding habe ich nie benutzt. Werde ich jetzt mal öfter machen. Oh. So, Big Wood kämpft sich durch den Wald. Mann! Ach, Kacke, Mann, ist egal. Der war zu unfähig. Das macht doch nichts. Was ist das? Ja, ich hab einen da oben gekillt. Leg dich nicht mit mir an. Leg dich nicht mit Zuhörern an. Ich höre auf Robli und gehe mal wieder über den Rand, ne? Ja, sehr gut, clever. Mach ich gerade nicht, aber ich komme auch nicht nach da oben, leider. Der beschießt doch nicht. Der Kampfläufer muss ganz schön was einstecken. Oh, wer ist denn der Wookie von euch hier? Robli, ich bin bei dir. Vorsicht, aber hier sind überall Gegner, pass auf.
Ah, kacke, Mann. Ja, da sind überall Gegner. Pass auf, ich bin gerade gestorben. Oh, schade, schade, schade. Ich liebe den Rookie. Ich finde ihn richtig geil. Macht richtig Spaß mit dem. Der ist hinter uns, dieser Mann. Also, ich war nicht hinter euch, aber. Ja, oh, Mann, dieses Sackgesicht. Ich habe ihn nicht gesehen. Der steht bei seiner kackweißen Rüstung mitten im Wald und ich sehe ihn nicht. Das ist schon echt. Also, weiß zwischen braun und grün ist auch schon echt gut getarnt. Also, das du muss man. Kannst lassen. Mich mal. Ich wollte dich da nur verteidigen, so. Verstehe nicht. Warum du mich da gleich beleidigen musst. Weil ich dich nicht ernst nehmen kann. Das ist dein Problem. Denk mal drüber nach. Ich dich sagen, dass dich auch nie jemand ernst nehmen kann? Ein Ewok. Ja. Oh, ich fand das richtig schlimm in diesem alten Star Wars. Wisst ihr das noch, wo man mit den Ewoks in dem einen Modus kämpfen konnte gegen normale Soldaten? Was? Kennt ihr das? Ich glaube im ersten oder im zweiten Battlefront, also von den ersten beiden. Ach so, okay. Nee, das weiß ich gar nicht, siehst du? Da konnte man mit einem klassischen Ewok tatsächlich gegen diese Soldaten kämpfen und das war echt so unmöglich zu gewinnen bei diesem Modus. Das war richtig witzig, aber richtig unmöglich zu gewinnen. Aber wie hast du Kackgesicht mich denn gesehen? Das ist ja unglaublich, ey. Oh scheiße, jetzt häng ich hier fest, oder? Nee, komm ich hier raus? Das ist echt unglaublich. Ich sehe nichts. Wie sehen die mich? Ich habe eine scheißgrüne Rüstung an und stehe im Wald. Das kann doch gar nicht sein. Du kriegst einen Namen über dem Kopf angezeigt und wirst leicht rot umrandet, wenn man auf dich schaut. Ich glaube, McRive steht im Wald. Ohne Scheiß. Ich glaube, ich stehe im Wald. Boah, das ist mir mein eigener Typ hier vor mit seiner diesem scheiß Roboter vor die Nase gelaufen, ne? Das, wenn da Bewegung ist und da ist nichts Blaues oder Grünes über dem Kopf, dann schieße ich da drauf. Ganz einfach. Ich glaube, die Ewoks sind hier in den Wäldern eigentlich ganz geil. Also braun zwischen braun ist schon nicht verkehrt. Mhm. Großartig. Du hast deine Schüsse verraten dich halt so ein bisschen. Granate, Countdown läuft! Yeah. Mann, ey. Das ist unser Ziel! Oh, was? Han Solo sagt, ich soll in seiner Nähe bleiben. Er zeigt mir, wo es lang geht. Das ist ja richtig lieb von ihm. Das ist total nett. Könnte aber wehtun, pass auf. Ich würde mir so richtig zeigen, wo es lang geht. Er ist gerade hinter mir. Vielleicht sollte ich mir nochmal Gedanken darüber machen. Jetzt geht's los. Rück dich mal nach vorne, Mann, Vicky. Wir zeigen dir, wo es lang geht. Das ist stimmt auch mal so komisch. Ich glaube, von vorne hat jemand einen Blaster fallen lassen. Wenn es nicht so traurig wäre, fände ich es echt lustig, aber ich. Dagegen 19 Kills, ihr wollt mich verarschen. Ihr wollt mich echt verarschen. Na du. Zum Glück wird wenigstens die Kill-Death-Statistik nicht mehr angezeigt, wie im letzten war das noch der Fall, ne? Ja. Ja, das will man glaube ich auch gar nicht sehen. Ich glaube, die Tode stehen da auch nicht da, das ist wahrscheinlich auch ganz gut so. Was ist denn dieser Typ, der auf mich eben geschossen hat, verdammt? Ist er schon tot? Ich sehe keine Sau, ne? Ich laufe die ganze Zeit diesen Kackwald, dann sehe ich mal einen, dann wird er irgendwie von jemand anderem getötet, bevor ich ihn selber treffe. Macht mich aber auch fast tot noch, der Typ. Mhm. Und du hast das Problem, du mit 19 Kills hast das Problem. Was soll ich da sagen? Ja. Da ist ein fucking Imperator hier gerade unterwegs, ich fand das scheiße. Na super, der fehlt noch. Ja, der ist bei mir, keine Sorge. Ja, da darf er auch bleiben. Überlebe lang. Ah, fuck. Ja, vor allem der bremst sich halt aus mit seiner Attacke, so, das ist richtig assi. Ah, er hat mich. Es ist richtig schwer, den zu töten. Also wie das weiter halt dich blitzt, wirst du super langsam. Kannst auch nicht mehr abhauen oder so. Das ist total mies. Fuck. Ich hab die zwei Riesen auf mich schießen lassen. Han Solo und Yoda. Das ist gut. Da bleibe ich. Oh, gegen Darth Maul. Na super. Viel Spaß dabei. Warst Helf du einer ihm. Davon? Nein. Oh, fuck. Kann ich mit deinem Bund, ne? Imperator. Fuck, Mann. Komm ran hier, du Pissnelke. Ich hab meine Schroti in der Hand. Wo steckt der denn? Der lacht, hey. Ich bin hinter dir. Also wenn er auf dich Blitze macht, dann kann ich vielleicht was machen. Ja, mach das immer.
Ich bearbeite ihn ganz gut mit der Schrotflinte gerade, ich bin down. Er ist nicht mehr allzu voll. Puh, der Kettenblitz, bist du da bei der Gefahr? Oh mein Gott. Deswegen ist Shakuma auch Erster. Den halt tot zu kriegen ist echt schwer. Also. Ja, eigentlich geht's, man muss halt da sein anders stehen. Ja, ja gut, man muss halt weit weg sein, aber auf der Map. So, oh, Imperator vor mir. Schieße ich mal auf ihn. Kampfläufer unter Beschuss. Ist der jetzt schon tot oder lebt er noch? Diese Manöver haben sich von uns gelernt. Oh fuck. Fuck man, gibt mich natürlich so ein blöder Fußsoldat, während ich den Darth Maul bearbeite. Also einmal treffe und dreimal daneben schieße, nennen wir es mal bearbeiten. Oh, von wo kam die Granate? Zurück in die Schlacht, bin ich so weit vorne? Ach du Scheiße. Was müssen wir jetzt eigentlich machen? Ich check gar nicht, was wir tun sollen. Ach, den Walker am Leben halten, okay. Ja. Er nähert sich der Basis. Geil. Ja, das ist auch so eine Mission, die fast nicht nie schief schlägt. Einmal haben wir es, glaube ich, geschafft. Haben wir es geschafft, Leute. Und dann vernichten. Doch, das haben wir wirklich gut gemacht damals. Das war sogar richtig Teamarbeit damals, ne? Mit Telekommander noch, ich erinnere mich. Da war ich bestimmt nicht dabei, oder? Glaub nicht. Nein, genau, richtig. Verdammt. Jetzt, wo du es sagst. Das geklappt, da verstehe. Das war echt super, ne? Wir haben uns wirklich nämlich auf das Schießen auf den AT-AT konzentriert. Das war richtig cool. Oh komm, ich probiere Finn aus. Was kann der? Oh. Eifelschlüssel kann ich nehmen, mal. Genau. Mit welchem Helden man stirbt, ist dann am Ende auch egal. Stimmt, ja, aus dem Flug wenigstens ein Schütze, da kann ich von weiter weg, da bin ich vielleicht nicht zu kacke. So, was kann denn der? Oh, ATST! Alter, das ist ein Sniper oder was ist das? Granate auf dem Weg! Boah, der ist ziemlich schwer. Oh, Darth Maul, na super. Oh geil, ich hab ihn erledigt. Ich hab Darth Maul getötet. Der war bestimmt auch schon fast tot, oder? Nein, nein. Mit einem Schweren kann man die ziemlich geil besiegen. Die ATSTs? Sehr schön, ja, Mim. Meinst du jetzt die ATSTs oder meinst du jetzt so ein Darth Maul? Ein Darth Maul eigentlich. Okay. Aber das ist doch schon wieder ein ATST, Alter. Wo kommen die denn alle her? Sehr schön. Ja, ich hab den großen gekillt. Der ATST? Ja, mit Finn. Ist aber du bist nicht der Einzige gewesen, ich habe auch drauf geschossen. Ja, okay. Ist sicher. Darauf kommst du nicht an! Auf den da! Oh, da ist schon wieder einer, das gibt's doch gar nicht! Warum sind denn alle her? Bist du hier jetzt gerade im Sonderverkauf oder was? Alter, mit viel Zielen ist urschwer, der zoomt zu nah heran. Ja? Ja, das glaube ich. Ah, falsche Waffe ausgewählt! Oh, Schwein gehabt! Ah, wir können wieder weiter vorher, sehr gut. Okay, alles klar. Können es nicht nur, wir sollten sogar. Okay, alles klar. Aha. Läuft. Also ich muss sagen, ich lebe lang mit ihm, aber machen durch nicht viel. Ich will an der Stelle nur sagen, dass ich 17 Kills habe. Nur mal so, ja, fürs Protokoll. Ja, sehr gut. Ich bin sehr stolz auf dich. Ach, der auch Finn. 17 Kills. Der Finn ist eine Art Offizier anscheinend. Ah. Der kann auch Leben geben an die Gruppe. Ui. Ich muss halt aufladen. Ich kann das 3, 4 mal, 5 mal machen. Okay. Achtung, Granate geworfen! Ich glaube, ich weiß, wie wir das hinkriegen. Ah, dieses Sackgesicht. Wie, du hast noch 110 gehabt? Willst du mich verkackeiern? So, Asmodeus fragt gerade, du siehst die Gegner durch das was? Durch das was? Durch das... Und mit Markierung siehst man die auch, wenn sie gehockt sind? Fragezeichen. Ich weiß nicht hundertprozentig, was du fragen willst, aber mit diesem Gerät, mit diesem Markierungsteil, kann ich auf jeden Fall Gegner markieren, ja. Okay, ich habe 5 Kills mit Finn schon. Markier mal alles, was du markieren kannst. So, da oben stand er wieder. Ich bin gestorben, die anderen haben gelebt. Es ist, ich stehe auch immer am falschen Platz.
So, jetzt nehmen wir wieder den Wookie. Der Wookie wird's richten. Hm. Ach so, immer die Wookies, ey. Die Armen. Du siehst die Gegner durch das Laub und mit Markierung sieht man die auch, wenn sie gehockt sind. Ja, ja, das stimmt. Das ist so. Boba Fett hier gerade im Einsatz. Ist nicht so geil. Nicht so? Nee, also für uns nicht so geil, ne. Oh ja, stimmt, der ist hinter mir. Ja. Ich kill ihn fast. Fast hat er ihn gekillt. Ja, hat doch gereicht. Geht doch. Oh, schau mal, ich bin 5er. Geht doch. Ich bin mit 4 aufgeholt. Ah, oh, fuck, man. Nur 2 Kills mehr als ich. Aber wenn das McGrath damit, da kann ich noch mitleben. Aber Finn ist richtig geil. Ey, 17 Kills und ich bin so weit unten. Das ist echt aber kacke. Meine Güte. Okay. Was? Seine Waffe ist echt kacke? Mhm. Okay. Also zielen ist urschwer. Du kannst auf Distanz halt super schießen, ne? Aber im Raum okay. Ist echt mies. Ach ja. Aber trotzdem, ich meine 17 Kills, ich arbeite mich so langsam sicher nach vorne, aber ich bin trotzdem echt beeindruckt, was ihr beiden hier wegrotzt, ne? Ja, dankeschön. Ja, bitteschön. Ja, stimmt, danke. Ich wäre mir lieber, ihr würdet das über mich erzählen, aber das nützt ja nichts. Aber du bist auch deutlich besser als vorher, das muss man auch mal sagen. Merkt man. Danke.